Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren The Legend of Zelda Breath of the Wild Let's Play. Oder zu einer weiteren Folge, besser gesagt. Und ja, wir sind letzte Episode hier angekommen an diesem komischen Zirkuszelt, was auch immer das sein soll. Haben zwei Schreine geklärt und wollen uns jetzt erstmal umsehen. Und bevor der Gute oder die Gute hier wegläuft, wollen wir erstmal mit dem reden. Der ist nämlich gut bepackt hier die ganze Zeit schon unterwegs. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Okay, der Typ ist viel zu begeistert davon, uns zu treffen. Holy shit, was geht bei dem ab? Auch in gefährlichsten Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insektenausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollten sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Okay, kaufen. Lass mal sehen, was du da hast. Pfeile. Einer kostet 6? Die Dinger sind ja teuer as fuck. 5 für 30, okay. Ah, okay, der verkauft aber einiges an Nutz. Also an cooles Zeug, so Turok-Ballons und sowas. Die Kröten, die wir brauchen zum Mischen und so. Und Pfeile, warum nicht? Also, du bist teuer, mein Freund. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich dir was verkaufe, wie viel ich daraus an Gewinn holen kann, aber das würde mich halt mal interessieren. Wir haben hier zum Beispiel das hier. Oh, dafür wird er uns 30 geben pro Bernstein. Das wäre natürlich einiges an Geld, aber ich habe gerade irgendwie keinen Opal. 60, okay. Wir haben auf jeden Fall genug Zeug hier, um Cash zu machen gerade, um uns am Anfang so ein bisschen selbst zu unterstützen. 260 für den Saphir. Okay. Ich sammle erstmal weiter. Ich sehe keinen Nutzen darin, jetzt gerade erstmal alles rauszuballern. Wir brauchen keine Pfeile, wir brauchen nichts von dem Typen. Von daher haben wir nicht viel zu verlieren. Merkwürdiger Typ. Aber wir können auf jeden Fall unsere ganzen Materialien mal aufheben und gucken, dass wir das irgendwann verkauft kriegen, wenn wir es verkauft brauchen. Hi. Du hast das gleiche gesagt wie ich, du Faker. Hallo, willkommen in unserem Stall. Wenn du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nein, wie? Dann erkläre ich es dir mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fange eins und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd, okay? Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man Wildpferde fängt? Pferde fangen, ja. Gut, ich erkläre es dir gern. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd anschleichen, und zwar langsam, damit es einen nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild und man muss dann durch Tätscheln beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an einen Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn dein Pferd die Richtung wechselt, steuere es sachte in die Richtung, in die richtige Richtung und tätschle es. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Das ist alles, was ich dir dazu sagen kann. Also beginnen wir noch einmal von vorn. Willkommen in unserem Stall. Bla 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 bla. Hallo? Also, es geht hier um Ramdas Schatz. Warte mal, Prison? Heißt der Typ so? Was hast du denn für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher. Und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allein. Du quasselst zu viel. Tut mir leid, war keine Absicht. Wir haben hier jedenfalls wichtige Dinge zu bereden, also lass uns in Ruhe. Das heißt, es ist eine Art Nebenquest hier gerade. Hey du, steh mal auf. Ah, okay. War keine Absicht, schlaf weiter. Ziemlich langweilig der Platz hier, ich bin raus. See ya! Achso, die Typen wollen einem weiterhelfen. Ich rede nochmal ganz kurz mit dem Typen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Glaubst mir nicht. Na gut. Dann versuch's doch, den Rekord von Fusaren, dem zweitbesten Pferdezimmer, zu brechen.
Das wollte ich hören. Es gibt nur eine Regel. Bring innerhalb eines Zeitlimits ein Wildpferd hierher. Hier in der Gegend gibt es eine Menge Wildpferde. Schnapp dir einfach eins davon. Meine Bestzeit liegt bei 2 Minuten, also musst du innerhalb dieser Zeit mit deinem Pferd zurückkommen. Los geht's. What the fuck? Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Das ist eine Nebenquest hier gerade. Eine richtige Nebenquest. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein Pferd finden. Oh, hier sind welche. Bleib stehen, Pferd. Haben die mich bemerkt? Als wenn die mich bemerkt haben. Meine Zeit läuft ab. Ich glaube, die Nebenquest schaffe ich nicht direkt beim ersten Mal. Ey, da ist noch mehr Chili, wenn ich richtig sehe. Der ist gefleckt, der Gute. Bleib doch stehen! Dreh dich bloß nicht um! What the heck, ist falsch mit dir? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Boy. Nein, laufen. Andere Richtung. Ja, genau da lang. Nein, da, nein, 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 da lang. Hallo, hörst du zu? Ich hab dir gesagt, wo es lang geht. Hier lang. Komm, wir schaffen es noch. Die Zeit läuft doch noch. Okay, dann rückwärtsgang und wir gehen hier raus. Geh weiter. Sehr schön. Ich meine, die Zeit ist um. Ja, okay, wir haben es nicht ganz geschafft, aber ich habe mein Pferd doch hier, oder? Wenn du mich jetzt von meinem Pferd runtergerissen hast und ich das nicht behalten darf, dreh ich durch. Gar nicht so leicht, in 2 Minuten zu schaffen, was? Aber lass dich nicht entmutigen. Selbst ich habe Jahre gebraucht, bis ich ein Wildpferd in 2 Minuten fangen konnte. Mein Pferd ist weg, du Arsch! Ich mach's halt nochmal, ist mir scheißegal, ich schaff's diesmal. Diesmal bleiben die Pferde auch stehen, ich wette drum. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Und wehe, ich verliere mein Pferd wieder, ansonsten gehe ich mir gleich in aller Ruhe eins zähmen. So dass du es mir nicht wegnehmen kannst, du Depp. Ah, hier sind auch ein paar andere Farben. Ich habe auch gehört, dass die verschiedenen Farben unterschiedlich schwer zu... Oh Gott, hier sind ja Monster aufgetaucht. Dass die verschiedenen Farben unterschiedlich schwer zu, zähmen sind, beziehungsweise dass die verschiedenen Farben auch unterschiedlich viele Fähigkeiten haben. Und manche haben schon so viel Zeit verschwendet, gerade mit den Monstern. Die Kamera ist echt gerade kacke. Langsam. In die Richtung, bitte. Jawoll. Bremse ab. Unglaublich. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass du die 2 Minuten so einfach unterbietest. Ich habe zwar beim Pferdezähmen nur den 2. Platz belegt, aber das war nur gegen meinen Bruder, der Vorletzter war. Oh wow, was für ein kleiner, dreckiger Lügner du doch bist. Wie dem auch sei, hier ist jedenfalls dein Preis für den 2. Sieg beim 2. offiziellen Pferdezähm-Wettbewerb. 50 Rubine, I take it. Tja, sieht so aus, als hätte die Welt einiges mehr an Herausforderungen zu bieten. Das ist jetzt nicht gerade die schönste Farbe an Pferd, aber das Pferd ist cool. Wie kann ich dich registrieren? Ich will dich jetzt natürlich auch behalten, ne? Den da. Den anderen. Den anderen. Genau, den da. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, bla 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 bla. Registrieren. Sehr gern. Bitte überprüfe noch einmal, ob das das richtige Pferd ist.
Neues Pferd. Stärke, Tempo, Ausdauer, ruhig. Beziehungsweise Temperament. Temperament ist sehr ruhig, das ist sehr schön. Zuneigung 26 erst. Aber ich möchte dieses Pferd registrieren, ja? Vielen Dank. Für die Registrierung erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen, aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive, in Ordnung? Okay. Bitte gib einen Namen für dein Pferd an. Okay. Wir nennen es... Ist es weiblich oder männlich? Sheila. Ja. Die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd direkt weiterreisen? Mitnehmen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ach, übrigens. Falls du und dein Pferd unterwegs getrennt werdet, pfeif einfach und dein Pferd kommt zu dir. Pfeifen nach unten, okay? Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kann es dich nicht hören. Das heißt, ich muss mir immer merken, wo meine gute Sheila ist. Ja, das bockt doch. Jetzt sind wir direkt einiges zügiger unterwegs. Komm schon, Sheila. Hör schön zu. Ich weiß, du bist noch nicht ganz gezähmt, aber wir arbeiten gerade daran. Es geht ja schon sehr gut vorwärts. Es geht doch schon sehr, sehr gut vorwärts mit uns beiden hier. Schöne Kampfmusik oder sowas. Irgendwas geht hier ab. Bleib mal kurz stehen. Okay, ich wollte gerade sagen, bleib kurz stehen. Ich wollte mich mal kurz umgucken. Hier scheint es nicht viel zu geben. Hier rüber. Wer bist du? So war das nicht geplant. Bleib stehen. Du hast dich verlaufen, oder? Das ist nicht tragisch. Jeder verläuft sich mal. Der Stall der Zwillinge liegt im Süden und hat Teno im Osten. Hast du nicht eine Karte zur Hand? Befriege mich einen Blick darauf. Dann verlierst du dein Ziel nie aus den Augen. Hach, gäbe es nur eine Karte, die einem den Weg durchs Leben weist. Okay, interessant. Na komm, Sheila, auf geht's, weiter geht's, let's go. Fein gemacht, dann auf geht's. Hier gibt's einiges zu looten, sehe ich gerade. Okay. Ah, stell dich nicht so an. Du sollst nur an der Wand hier vorbeilaufen. Irgendwie fliegen dir gerade zwei sehr komische Strähnen hier rum. Aber naja. Muss ich hier absteigen, um die Sachen zu sammeln? Ja, man muss absteigen, um Sachen zu sammeln, okay. Hätte ich auch nicht alles erwartet, ehrlich gesagt. Hyrule Gras. Sehr schön. Oh shit. Das hat uns härter getroffen, als ich dachte. Die Explosion war ein bisschen größer, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Aber Bernstein ist eine Menge wert, demnach werden wir alles am Bernstein mitnehmen, was wir sehen. Aus irgendeinem Grund habe ich nochmal ein halbes Leben Schaden gerade bekommen. Bevor irgendwas Dummes passiert, esse ich erstmal ganz kurz was. Okay, cool. Rüstgras, okay. Eine robuste Heilpflanze, die nicht abbricht, wenn man auf sie tritt. Ihre festen, aber flexiblen Fasern erhöhen die Abwehr, wenn man sie mit Gerichten vermischt. Komm schon. Selbst die Dinger rollen in gewissen Positionen.
Entweder sie vertraut mir noch nicht genug, um zu kommen, oder es ist zu weit weg. Aber ich war echt nicht weit weg. Ah, Sheila, du machst es mir echt nicht leicht. Okay, du bist noch beschäftigt, du hörst noch nicht gut genug zu. Ich hab's begriffen. Wir nehmen dich auf jeden Fall mit, bis wir in dem Dorf waren. Und wenn wir dich bis dahin nicht richtig erzogen haben, dann geben wir dich erstmal ganz kurz im Stall ab, weil ein Pferd zu haben ist zwar praktisch, weil wir schnell unterwegs sind, aber wenn ich wirklich viel erkunden möchte und ich sowieso für alles absteigen möchte, was ich looten will, oder absteigen muss, besser gesagt, dann, ey, in die Richtung hier. Dann könnte es ein kleines bisschen problematisch werden, wenn wir die ganze Zeit mit dem Pferd unterwegs sind. Das nehmen wir noch mit und das nehmen wir auch noch mit. Gib mir das. Sehr schön. Dass man die Kamera nicht ein bisschen weiter rauszoomen kann, ist ein bisschen schade. Da lang. Danke. Oho, du. Du kannst mich sehen? Ich sehe dich. Toll. Oho. Es ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln, die Monster haben sie versteckt. Sie sind hinter diesem Felsen dort. Oh, ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Daher bitte ich dich. Bitte hole meine Rasseln von ihnen zurück. Alles klar. Nebenaufgabe. Die einzig wahren Rasseln. Auf geht's, Sheila. Sheila macht echt, was sie will. Die läuft überall hin, wo ich nicht hindrücke. Aber naja, was soll's. So, Sheila, du wartest hier. Halt, stopp, Sheila. Ich hab gesagt, du wartest hier. Ich kümmere mich mal ganz kurz um diese Pappenheimer hier. Hallo, bye boy. Ja, wie kann ich helfen? Das wollte ich nicht werfen. Oh, fuck. Da habe ich einmal zu früh die Taste gedrückt. Nummer 1 ist schon mal down. Kommen noch 2 Stück, okay. Gib mir einen kleinen Moment, ich bin noch am Arbeiten. Get outplayed. Ey, sehr schön. Das war einfacher, als ich dachte. Wobei ich eben halt mich fast selbst in die Luft gesprengt hätte. Aber naja, was wollen wir machen? So schwer waren die gar nicht zu besiegen. Ich dachte eben ganz kurz, oh Gott, das sind 3 Stück, die werden super hart zu besiegen. So viel zum Thema. Damit kann ich das bestimmt kaputt machen. Na. Als wenn man damit was kaputt machen könnte. Ist ja nur ein Schwert. Ein Holzbündel und ein Blatt? Ein Krogfächer. Wenn man Bäume fällt,
entdeckt man bisweilen die, was, die wundersamen Blätter. Jeder Schwung erzeugt einen starken Windstoß, der leichte Dinge mühelos hinwegfegt. Oh, damit können wir vielleicht diese Mühlen antreiben, die wir gesehen haben, wie auf diesem einen Berg. Und vielleicht kann man damit einen Krog oder sowas freischalten. Und damit kann man bestimmt auch die Boote nach vorne schieben. Also den Booten so viel Wind geben, dass sie damit fahren können. Und der dritte von denen ist bestimmt da runtergeflogen durch die Explosion eben. Und hier haben wir die Rasseln, sehr schön. Der andere ist bestimmt da runtergeflogen und krepiert, deswegen mussten wir den nicht auch noch besiegen. Alles klar, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir machen doch Progress. Was ist los? Warum kletterst du überhaupt? Sheila, wir laufen zusammen zurück zu dem Typen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich dich ein bisschen besser erziehen möchte. Die Geschwindigkeit im Sprint ist echt cool. Du musst echt aufhören zu laufen, wenn ich dir sage, hör auf zu laufen, Sheila. Ansonsten haben wir Probleme und laufen irgendwann eine Klippe runter. Hörst du jetzt mal auf? Dankeschön. Langsam an den Typen rangehen. Boah, dem brauchst du keine Angst zu haben. Oho, das! Das sind meine Rasseln! Bitte gib sie mir, bitte, bitte, bitte! Hier, nimm. Ich bin ja so glücklich. Aber, meine Rasseln. Die Krogsamen in ihren Inneren sind fort. Jetzt klingen sie nicht mehr so toll wie früher. Oh. Wenn ich nur einen Krogsamen hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich einer deiner Taschen vergrößern. Halt, ich bin mit dem Reden. Die Kinder des Waldes haben die Krogsamen aus den Rasseln stibitzt. Und all das, während ich nach meinen Rasseln gesucht habe. Dieser Geruch? Krogsamen? Du hast Krogsamen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir einen Krogsamen gibst, vergrößere ich zum Dank deine Taschen. Oder eine deiner Taschen. Die Sache ist die, ich weiß nicht, wie viele Krogsamen man im ganzen Spiel bekommen kann. Und ich weiß auch nicht, wofür die genau gut sind. Aber ein Taschen-Upgrade hätte ich gerne. Und ich weiß nicht, ob ich die jetzt aufsparen sollte, die Krogsamen, oder ob ich die lieber ausgebe. Aber wie schon gesagt, ein Taschen-Upgrade hätte ich gerne, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Hoffentlich bereuen wir es später nicht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir es später bereuen werden. Fein, fein. Welche Tasse soll... Tasche soll ich vergrößern? Ich würde sagen, entweder die Bogen- oder die Waffentasche. Ich würde aber sagen, die Waffentasche, weil Bögen brauchen wir nicht allzu viele. Wir haben unsere Stärksten dabei und immer ein paar Schwächere zwischendurch. Schilde brauchen wir auch nicht so oft, aber Waffen haben wir andauernd Überfluss. Komm schon, tanz mit und los geht's. Okay, wir haben einen Slot gekriegt. Da-dam, da-da-da-dam. Sieh nur, die Waffentasche ist jetzt größer. Du hast ja noch mehr Krogsamen. Lass mich deine Taschen vergrößern. Okay, also können wir hier unsere Taschen wortwörtlich vergrößern. Du nimmst zwei Krogsamen. Okay, lieber nicht. Alles klar, also wissen wir Bescheid, wo wir unsere Taschen upgraden können. Aber auch, dass es was kostet. Jetzt die Frage... Upgraden wir unsere Taschen bis zum geht nicht mehr oder machen wir irgendwas anderes? Das ist eine Sache, die ich noch nicht ganz weiß, die ich noch nicht ganz herausgefunden habe. Andere Richtung, Sheila. Andere Richtung, Sheila. Sheila, andere Richtung. Da ist eine Klippe. Dankeschön. Sehr gut, weiter geht's. Hier lang, Sheila. Immer schön meinem Lied folgen. Hi. Machst du auch ein Päuschen, mein Junge? Richtig so. Ich als Kletterer weiß ja, wie wichtig Regeneration ist. Du solltest in Sachen Ausdauer nicht über deine Grenzen gehen. Ach ja, dazu fällt mir was ein. Ich empfehle dir den Ausdauerling. Wenn du ihn als Zutat in ein Gericht gibst, verbessert er deine Ausdauer. Dann kannst du wieder mit neuem Elan deine Grenzen austesten. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf an. Tolle Sachen. Bla 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 bla. Zeig mir deine Ware.
Wow, der Ausdauerkäfer kostet 150 Rupees. What the fuck? Peace. Ja, war's das? Sehr schön. Zufrieden? Wie stark du bist. Ich werde nie vergessen, dass du mir mein Leben gerettet hast. Hier, ein kleines Dankeschön. Ein Schmurfisch, okay. Das heißt, wenn man NPC rettet vor Monstern, kriegt man ab und zu mal Loot. Definitiv cool. Okay. Du hast mich entdeckt. Wir bekommen den neuen Krogsamen. Sehr schön. Die Dinger gibt es aber auch wirklich überall. Moment mal kurz. Sieht zwar scheiße aus, aber es gibt uns mehr Death und es gibt uns mehr Klettergeschwindigkeit. Ich bin hier überhaupt nicht neugierig, ob wir da oben noch irgendwas finden können. Aber ich glaube, wir kommen nicht bis ganz oben. Oh, oh. Kann man im Klettern was essen? Kann man. Perfekt. Okay, das wird mir zu gefährlich. Alles klar. Ist hier oben noch irgendwas oder sind hier einfach nur Berge? Ich will jetzt nicht bis ganz oben klettern, das wäre echt Overkill. Aber gleichzeitig bin ich auch neugierig, ob da oben irgendwas ist. Ruh dich mal kurz aus, Link. Wir wollen da nochmal hoch. Wir können jetzt nur drunter gleiten. Wir haben ja jetzt Parasegel mittlerweile. Was ziemlich praktisch ist für solche Aktionen. Damit wir nicht den ganzen Weg wieder ewig lange runterklettern müssen. Sollte aufhören, so viel zu springen. Weil jedes Mal, wenn ich springe, verbraucht das im Grunde mehr Ausdauer und ich muss jedes Mal zwangsweise irgendwas essen. Was ich... Wow, wow, wow. Was ich für viel Mühe hergestellt habe. Von daher sollte ich das nicht unbedingt alles verschwenden, weil ich jetzt hier hochklettern will. Nice, okay, wir sind oben. Von hier aus hat man echt eine gute Aussicht. Das muss man dem Spiel erlassen. Drüben wächst ein Pilz. Aber ansonsten scheint hier oben nicht viel zu sein. Ich meine, man könnte noch bis da ganz oben klettern, wenn man das wollte, aber ich glaube, das wäre ein bisschen Overkill. Na gut, gehen wir mal wieder runter. Oh, ich sehe da einen Vorsprung. Einmal hier in die Wand. Den Spurtling mitnehmen, bitte. Kann man eigentlich auch runterspringen beim Klettern? Wow! Anscheinend nicht. Hey, eine Spurtkröte. Okay, da oben war nichts mehr außer das Erz und ein Pilz. Den hole ich mir jetzt nicht, dafür gehe ich nicht nochmal da hoch. Es wird Zeit weiterzugehen und genau das haben wir auch gerade vor. Auf geht's, ab geht's. Hier in der Nähe wird uns wieder ein Schrein angezeigt. Und der scheint auch hier oben zu sein. Okay, da will ich auf jeden Fall nochmal hoch. Okay, das Piepsen nervt ja schon heftig, ne?
Aber richtig heftig. Das hätten sie auch so machen können, dass man. Fuck, wir haben nur noch das eine hier. Okay, ab jetzt heißt es. Uah! Toll, umsonst gegessen. Jetzt können wir uns auch regenerieren und langsam da hochklettern. Oh Mann. Umsonst ein dickes, dickes Item verschwendet. Diese Anzeige oder beziehungsweise diese Suchfunktion hätten sie auch anzeigen lassen können. Hier unten, so wie es jetzt auch ist, ohne den Sound, sodass man nur den Sound ausstellen kann. Das wäre viel, viel besser gewesen, Nintendo. Aber naja, was soll's. Wieso habe ich es nur gewusst? Ein Krogsamen, danke dafür. Hoste. Ist der da oben irgendwo? Wo ist dieser? Hier in der Richtung auf jeden Fall nicht. In die Richtung hier auch eher weniger. Der ist definitiv hier irgendwo, irgendwie hier oben drauf oder so. Oder hier um die Ecke rum oder sowas. Irgendwie sowas wird es wohl sein. Ach, da hinten ist er. Naja, okay. Aber ich würde sagen, Leute, hier ist ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Wir haben das Dorf erreicht, wir haben den Schrein gefunden. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt nochmal ganz kurz hier runter zu unserem Pferd und beenden die heutige Episode. Ey, sehr schön. Wir sind wieder mit Sheila vereint. Und es wird Zeit, das Spiel zu speichern. So wie immer, damit wir keine Daten verlieren. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und ich würde sagen, wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann lasst mir einen Like da und einen Daumen nach oben. Alternativ könnt ihr natürlich auch jederzeit zum Kanal abonnieren, damit ihr kein zukünftiges Legend of Zelda Breath of the Wild mehr verpasst. Und ich bin raus, Leute. Ich wünsche euch noch einen super tollen Tag. Danke nochmal, dass ihr das Video ausgecheckt habt. Und haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.